zusammen. Heute geht es um die wohl berühmteste Tasche der Welt. Sie ist für viele nicht nur ein modisches Statement, nicht nur ein Stück Modegeschichte, sondern auch regelrecht eine Geldanlage. Die klassische Chanel Flapback. Ihr Preis ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch die Decke gegangen. In den 90er Jahren hat sie noch unter 1000 Euro gekostet und im Laufe der nächsten 10 Jahre ist der Preis dann regelrecht explodiert. Und jetzt während der Pandemie sind die Preise noch mal mehrmals erhöht worden, zuletzt im November. Seither kostet der Chanel-Klassiker einfach mal 1000 Euro mehr und liegt aktuell bei einem Preis von rund 7800 Euro. Hinzu kommt auch, dass Chanel seine Klassiker ganz bewusst limitiert und künstlich knapp hält. Das heißt, die Begehrlichkeit bei den Kunden steigt und es ist auch gar nicht so einfach, an so eine klassische Chanel-Flapback ranzukommen. In der Regel muss man erst einmal auf eine Warteliste, bevor man das Produkt überhaupt kaufen kann. Ich muss gestehen, ich bin nicht gerade der geduldigste Mensch und ich habe wirklich keine Lust, Wochen und Monate darauf zu warten, bis ich ein Produkt endlich mal kaufen kann. Und deshalb habe ich mich mal nach einer Alternative umgeschaut, in einer Chanel-Boutique. Und ich habe dort auch tatsächlich meine absolute Traumtasche gefunden. Und die ist, wie ich finde, eine perfekte Alternative zur klassischen Chanel Flapback. Wie diese Tasche genau aussieht, was sie von dem Klassiker unterscheidet und wie viel sie gekostet hat. Sie hat auf jeden Fall deutlich weniger gekostet als der Klassiker. Das zeige ich euch alles gleich. Vorher aber abonniert doch meinen Kanal und dann geht's auch gleich los. Die klassische Chanel Flapback ist quasi die Mutter aller Schultertaschen. Denn bis in die 50er Jahre hinein haben die Frauen ihre Handtasche, wie der Name eben sagt, in der Hand getragen. Und Coco Chanel, sie war ja sehr unkonventionell und sie fand das Ganze einfach unpraktisch und hat deshalb Schulterriemen hinzugefügt. 1955 war das, da hat sie eben die erste Schultertasche auf den Markt gebracht. Und damals soll das ein richtiger Skandal gewesen sein, denn es gab ja eben eine sehr strenge Kleiderordnung, gerade für die Frauen. Und es galt wohl für viele als unhöflich, wenn eine Frau ihre Tasche nicht in der Hand hält. Viele Frauen waren aber begeistert davon, dass sie unterwegs beide Hände frei hatten, so wie die Männer auch. Also vielen Dank an Coco Chanel. Und später in den 80er Jahren hat dann Karl Lagerfeld als Chefdesigner von Chanel die Tasche etwas umkreiert. Er ist dem ursprünglichen Design sehr treu geblieben, aber er hat zum Beispiel diesen schlichten Mademoiselle-Verschluss durch dieses berühmte CC-Logo ersetzt. Und er ließ Leder durch die Kettenriemen fädeln. Seither wird diese klassische Chanel-Tasche jedes Jahr in verschiedenen Farben und ein bisschen anderen Variationen neu aufgelegt. Und bis heute ist sie eine der berühmtesten und beliebtesten Accessoires der Welt. Und dann schauen wir uns mal meine Alternative dazu an. Also meine neue Chanel-Tasche und meine persönliche perfekte Alternative für die Classic Flapback. Als ich sie in der Boutique gesehen habe, dachte ich zuerst, das wäre die klassische. Also sie sieht ihr schon zum Verwechseln ähnlich. Also im Prinzip, so sagt es mir die Verkäuferin, ist das auch eine klassische Chanel Flapback, nur eben in einer etwas jugendlicheren Interpretation, so hat sie es gesagt. Es ist aber wohlgemerkt eine saisonale Tasche, also das heißt, die gibt es jetzt nur in der aktuellen Kollektion von Chanel. Nächstes Jahr wird sie in den Boutiquen nicht mehr erhältlich sein. Sie hat aber auf jeden Fall so viele Ähnlichkeiten mit der Classic Flap und das ist zum Beispiel eben dieses gesteppte Muster auf dem Leder, der ikonische CC-Verschluss, der Kettenriemen oder auch eben dieses Mona Lisa-Fach. Ich glaube, das wird nur so genannt, weil die Form eben so ein bisschen an das Lächeln von Mona Lisa erinnern soll. Ich persönlich sehe da jetzt keine Mona Lisa drin, aber es ist ganz praktisch, außen nochmal so ein Fach zu haben, ohne dass man die Tasche öffnen muss. Ursprünglich soll Coco Chanel dieses Fach wohl dafür angedacht haben, um dort sein Geld reinzumachen. Der wohl größte Unterschied zur klassischen Timeless ist vorne dieses abgesetzte Fach mit Reißverschluss. Das gibt es bei dem Klassiker eben nicht. Stattdessen hat die klassische eine Double Flap, also so eine zweite Klappe in Bordeaux-Rot. Die gibt es hier wiederum nicht.
Also das Innere bei dieser Tasche ist deutlich schlichter und einfacher gehalten als beim Klassiker. Was mir so gut an den klassischen Chanel-Taschen oder den Chanel-Taschen im klassischen Stil gefällt, ist, dass die so vielseitig sind. Man kann sie mit feiner, schicken Garderobe kombinieren, aber auch genauso mit Alltagskleidung, wie einer einfachen Jeans oder einem T-Shirt. Man hat dann so einen Stilbruch, der im Übrigen bekannt ist für den Pariser Modestil. Pariser Frauen machen das wohl gern. Ich habe übrigens mal 7 Tipps von Coco Chanel, Karl Lagerfeld oder auch Inès de la Francange, also von berühmten Pariser Stilikonen, zusammengetragen. Das Video ist hier oben verlinkt. Kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema rund um diese Tasche, nämlich zum Preis. Ich hatte euch ja anfangs gesagt, dass diese hier deutlich weniger kostet als die Classic Flap von Chanel. Und tatsächlich liegt der Preis für diese Tasche bei 4.400 Euro. Das ist aber wohlgemerkt der Preis in der Chanel Boutique in Mailand gewesen. Dort habe ich die gekauft. Ich kann euch nicht sagen, wie viel sie in Deutschland genau kostet. Laut der Webseite von Chanel liegt der Preis angeblich nur bei 4.200. Das heißt, es kann durchaus auch mal sein, dass die Preise auf der Webseite noch nicht aktualisiert worden sind. Nun kann man sich auch die berechtigte Frage stellen, ist der Preis für dieses Täschchen, so hübsch und hochwertig es auch sein mag, wirklich wert? Karl Marx hatte auf jeden Fall gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber gut, wir leben in einem kapitalistischen System und in diesem System steigen gerade die Preise für Chanel-Taschen rasant an. Und wenn man das Ganze eben als Geldanlage betrachten möchte, kann das durchaus eine sinnvolle Investition sein. Ich würde natürlich, das ist meine persönliche Meinung, niemandem empfehlen, sein ganzes Erspartes in eine Chanel-Tasche zu stecken. Also lieber mal gucken, ob man nicht irgendwie in ETFs oder Aktien anlegt und einfach beim Finanzberater vorbeischaut. Übrigens, man muss natürlich nicht Tausende von Euro ausgeben, um ein Outfit im Stil von Coco Chanel zusammenzustellen. Ich habe mal in der aktuellen Kollektion von Mango nachgeschaut, was es denn da so an Chanel-Vibes gibt. Und ich habe tatsächlich ein paar Sachen gefunden. Welche das sind, könnt ihr in diesem Video hier nachsehen. So, und dann hoffe ich, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn ja, dann abonniert unbedingt meinen Kanal. Dann sehen wir uns bald wieder mit einem neuen Thema rund um Mode und bewusstes Shopping. Bis dann, macht's gut!